Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es nochmal eine Rezension geben und zwar zu dem Buch Gentleman Sinner von Jodi Allen Maupass. Ich habe dieses Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, also vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Rezension an, wollte ich sagen. Ihr seht wahrscheinlich schon an meinem Gesicht und an meinem Aufgeregtsein, dass das eine gute Rezension wird, weil mir dieses Buch gut gefallen. Nein, es hat mir richtig gut gefallen. Also, ja, wie war das? Also, ich habe es angefangen zu lesen. Nein, stopp. Wir fangen von vorne an. Wir spulen zurück. Ich habe dieses Buch aufgeschlagen und habe geguckt, wie lang das erste Kapitel ist. Und es hatte so 22 Seiten und es war abends. Und ich habe mir so gedacht, oh nee, kein Bock jetzt auf ein Buch, was so lange Kapitel hat. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich halt gesehen, im Gegensatz zu meinem anderen Buch ist es halt echt klein geschrieben. Das Buch, was ich halt davor gelesen habe, war viel größer geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, nein, das tust du dir jetzt nicht an. Und ich habe es nicht angefangen zu lesen. Und dann einen Abend später das gleiche Szenario. Und ich habe mir so gedacht, ja komm, das eine Kapitel wirst du schon lesen. Ja, eine Stunde später bin ich auf Seite 138. Yeah! Ich fand es so geil. Also ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an, worum es geht. Es geht um Izzy. Und ja, Izzy ist vom Leben schon ziemlich gezeichnet. Sie hat einiges durchgemacht, was sie einfach nur vergessen möchte und was eigentlich momentan in ihrem Leben auch ganz gut klappt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, nur eines Abends geht das dann nicht so glatt, weil ja, sie... Sag ich das? Ja, das ist eigentlich kein Spoiler. Das passiert schon ziemlich schnell am Anfang. Auf dem Weg nach Hause, von ihrer Arbeit nach Hause, hört sie halt eine Frau wimmern und sie will dieser Frau zu Hilfe eilen, weil sie denkt, dass der Täter oder was auch immer diese Frau zum Weinen gebracht hat, weg ist. Und sie ist halt Krankenschwester, was bedeutet, sie hat sowieso schon ein inneres Bedürfnis danach, Menschen zu helfen. Und ja, dann wird sie aber angegriffen, weil der Kerl, der diese Frau angegriffen hat, doch noch nicht weg war. Überraschung! Und ja, aber kurz bevor es zu was Schlimmem kommen kann, taucht Theo Kane auf. Oh, ich finde den Namen so toll. Ich finde den Kerl so toll. Auf jeden Fall ist er riesig, er ist wunderschön und er rettet sie. Yay! Auf jeden Fall, ja, sie ist hin und weg von ihm, genau wie er auch hin und weg von ihr scheint. Und irgendwie ist ab dem Tag an dann so richtig der Wurm drin. Denn, also ein guter Wurm, meine ich. Ich meine einen guten Wurm. Denn ja, Theo Kane kann nicht von ihr lassen. Und auch wenn sie sich dagegen wehrt, weiß sie, dass sie auch eigentlich nicht von ihm lassen möchte. Und ja, das ist so ganz grob die Geschichte. Ich kann euch sagen, das ist eine Geschichte mit einem Protagonisten, der verdammt, ja, er hat einen riesengroßen Beschützerinstinkt. Also wer sowas nicht mag, Finger weg von dem Buch, es wird euch nicht gefallen. Also wirklich, Theo hat einen unglaublichen Beschützerinstinkt. Der steht sowas von für Izzy bzw. für die Menschen, die er liebt, ein. Auch auf brutalere Art und Weise, muss man sagen, leider. Aber ich war einfach gefesselt. Ich war gefesselt von der Geschichte und ich war vor allem gefesselt von den Charakteren. Izzy, finde ich, ist so eine tolle Protagonistin. Sie ist so eine sanfte, nette, freundliche Protagonistin. Sie ist Krankenschwester und man bekommt auch mit, wie sie mit den Patienten umgeht. Und das war einfach so, so schön. Und trotz ihrer schrecklichen Vergangenheit, die sie so gezeichnet hat, ist sie mutig, steht im Leben. Sie steht für sich ein und für ihre Überzeugungen. Und ach, ich fand Izzy, ich fand die ganz toll. Und ja, wen ich noch besser fand, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, denn das war Theo. Theo fand ich ganz geil, also ich fand den richtig geil, den Typen. Der ist, ich glaube, was mich so gefesselt hat, war dieses Besitzergreifende, weil ich sowas schon länger nicht mehr hatte. Klar, ich lese Dark Romance und da sind die halt auch immer so besitzergreifend und so macho-mäßig, aber so wie hier, oh wow, also wann ich das letzte Mal gelesen habe, ich weiß es nicht. Und das hat mich halt so gecatcht, so dieses Macho-Beschützerinstinkt. Ja, Eifersucht war noch nicht mal viel drinne. War viel Eifersucht drin? Nein, war nicht. Aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Der hat einfach diesen Beschützerinstinkt. Der ist so, sie ist mein und ich beschütze mein. Und oh wow, also ich war so gefesselt davon. Ich war so gefesselt von Theo und alles drumherum, was da so passiert. Das hat mir so gut gefallen.
und wie die beiden, die Entwicklung auch der beiden, also wenn ich so über das Ende des Buches nachdenke und ich denke an den ihre erste oder zweite Begegnung, also ich finde diese Entwicklung unglaublich. Ich bin einfach so gefesselt gewesen von dem Buch. Ich habe das auch, das hat 400 Seiten. Ich habe das auch in 2 Tagen durchgesuchtet und das auch nur, weil ich unterwegs war, weil ich habe teilweise bis 12 Uhr in die Nacht gelesen, einfach um, ja, weil ich weiterlesen wollte, weil ich wollte wissen, wie geht das mit den beiden weiter, weil, ja, eigentlich ist Theo genau das, was Izzy gar nicht möchte, beziehungsweise was sie auch gar nicht braucht in ihrem Leben, aber auf der anderen Seite ist er halt genau das, was sie braucht und er gibt ihr Sicherheit und das ist ihr so, so wichtig und oh, ich habe das Buch so sehr geliebt, also wirklich, ich habe damit gerechnet, dass es mir gut gefallen würde, weil als ich den Klappentext gelesen habe, ich weiß nicht, kennt ihr das? Manchmal, wenn ihr so ein Cover seht oder ihr lest so einen Klappentext und ihr habt direkt ein gutes Gefühl, so wow, das wird mein Buch und das war bei diesem Buch hier so und ja. Es hat sich bewahrheitet, es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich kann es euch allen nur ans Herz legen. Ich habe schon was von Jodi Ellen Malpass gelesen. Ich habe schon mit allem, was ich habe, von ihr gelesen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist so eine Bodyguard-Geschichte. Und ich habe Crown of Passion, aber das habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich aber hier. Und ich habe noch ein anderes hier, aber wo ist das denn? Ach ja, da. Das habe ich auch noch hier. One Night. Ja, also definitiv, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich muss diese Bücher von Jodi Ellen Malpass alle lesen, weil, boah, also dieses Buch, ich fand das so, so geil. Also ich kann euch halt sagen, wenn ihr diese Beschützertypen nicht mögt und diese Typen, die so, ja, hier, meine Frau und die beschütze ich und so, wenn ihr sowas nicht mögt, dann wird euch das Buch, glaube ich, nicht gefallen. Aber ich war absolut gefesselt gerade davon, weil, ja, sowas, klar, die Typen in New Adult Büchern und so, die sind immer so ein bisschen eifersüchtig und besitzergreifend. Aber das, was Theo hier macht, das ist eine ganz andere Liga. Das ist wirklich nochmal obendrauf und ah, ich mochte das so, so gerne. Und was ich auch richtig toll fand, war die Beziehung zwischen Izzy und ihrer Freundin. Ja, weil die beiden sich einfach alles erzählen und es war nicht diese Beziehung von wegen, ja, sie verheimlicht das alles vor ihr und verheimlicht auch das mit Theo alles vor ihr. Nein, die hat wirklich ihrer Freundin alles erzählt und das fand ich so, so toll. Also das hat mir so gut gefallen und ja, also rundum gelungenes Buch für mich. Ich kann es euch nur empfehlen. Und das soll es auch schon mit meiner Schwärmerei und meiner Rezension gewesen sein. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon was von der Autorin gelesen habt oder ob ihr es vielleicht vorhabt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!